In diesem Video geht es um Bitcoin im DeFi-Sektor, kurz BTC Finance oder Bitcoin DeFi. Nach dem Video solltest du verstehen, was Bitcoin DeFi ist und warum ich so ein gigantisches Potenzial für diesen Bereich sehe. Ich habe dir außerdem ein paar spannende Beispiele herausgesucht. Das Event Bitcoin Amsterdam 2024 hat mich persönlich für dieses Video inspiriert. Ich war dort live vor Ort, war super fasziniert, wie weit wir schon gekommen sind und welche Entwicklungen Bitcoin derzeit zu bieten hat. Falls du mich also noch nicht kennst, klick doch jetzt noch schnell auf den Abo-Button oder folg mir auch gern auf Insta, TikTok, LinkedIn, Twitter. Dort kannst du mich finden. Viel Spaß! Okay, was ist Bitcoin DeFi? Bitcoin DeFi, sagt der Name schon, setzt sich aus Bitcoin und DeFi zusammen. Für alle, die noch neu in der Kryptowelt sind, DeFi steht für dezentrale Finanzen und hat das Potenzial, unser Finanzsystem von Grund auf zu revolutionieren. Ich habe ein Basic-Video von DeFi für dich vor 2 Jahren gemacht. Schau unbedingt auch nochmal da gerne in die Grundlagen rein. Den Link findest du unten in der Beschreibung. DeFi ermöglicht es Nutzern, direkt über dezentrale Anwendungen ohne zentrale Mittelsmänner auf Finanzdienstleistungen zuzugreifen. Das Ganze passiert in Echtzeit. On-Chain sagt man dazu. Du kannst also digitale Vermögenswerte staken, mit Yield-Farming-Strategien arbeiten, du kannst handeln, du kannst Kredite vergeben, heißt Lending, oder du kannst selbst Geld dir leihen, Borrowing. Der große Vorteil von DeFi ist jetzt der, dass wirklich jeder auf der Welt mit einer Internetverbindung am globalen Finanzsystem teilnehmen kann, ohne auf traditionelle Banken angewiesen zu sein. Das alles wird durch moderne Blockchain-Technologien, dort auch Smart Contracts und Oracles möglich gemacht. Was früher nur über Banken lief, wird jetzt dezentral auf der Blockchain über verschiedene Protokolle abgewickelt. Und das ist so genial gewesen, diese Idee, dass sich DeFi in den letzten Jahren von einer Nische zu einem riesigen globalen Markt entwickelt hat und sich auch noch weiterentwickelt. Selbst traditionelle Finanzinstitute erkennen das jetzt mittlerweile an und bringen deshalb ihre Ideen aus der Welt der klassischen Finanzen, dieses traditionelle Finance, zentralisierte Finance, auf die Blockchain. Wenn wir jetzt von einem globalen Markt sprechen, wie viel Kapital steckt eigentlich im DeFi-Markt? Im Jahr 2020 lag das Total Value Lock, das TVL, also das Kapital, was in Smart Contracts gebunden ist, bei etwa 10 Milliarden US-Dollar. Als ich vor 2 Jahren, im November 2022, mein erstes DeFi-Basic-Video eben gemacht habe, da war das TVL bereits bei rund 50 Milliarden US-Dollar. Also einmal 5 wiederum in 2 Jahren, 2020, 2022. Heute, jetzt wieder 2 Jahre später, 2024, zum Zeitpunkt des Videos, haben wir unglaubliche 90 Milliarden US-Dollar TVL. Das ist wieder ein Anstieg von über 70% seit meinem letzten Video. Was es damals allerdings noch nicht so in dieser Größenordnung gab, war eben Bitcoin DeFi. Das ist ein Trend, der 2024 nochmal mehr an Fahrt aufgenommen hat. Als Bitcoin DeFi gelten also allgemein alle dezentralisierten Finanzanwendungen, die rund um das Bitcoin-Ökosystem aufgebaut sind, beziehungsweise sogar auf Bitcoin selbst aufgebaut sind. Ich habe mich gefragt, wenn Bitcoin so alt ist, das Ding gibt es aber schon seit 2009, warum ist der Trend dann so neu? Ja, und jetzt müssen wir mal wieder so ein bisschen ins Technische reingehen. Bisher konnten DeFi-Projekte fast ausschließlich auf Netzwerken entstehen, die Smart Contracts unterstützen. Ethereum zum Beispiel, Solana, dann auch aber Layer-2-Lösungen, Polygon, Base oder spezielle App-Chains. Beispielsweise sind das Sidechains oder Subnets. Das ursprüngliche Bitcoin-Netzwerk aber war jedoch gar nicht für diese Smart Contracts ausgelegt. Das war auch eine bewusste Entscheidung, die getroffen wurde damals, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. Und das hat Bitcoin eben auch zu dem gemacht, was es heute ist. Die größte und stabilste Kryptowährung der Welt. Und genau das ist jetzt der entscheidende Punkt, ihr Lieben. Bitcoin hat eine Market Cap von aktuell über 1 Billionen Dollar. Doch diese 1 Billion Dollar, die gammeln von uns gerade größtenteils gut verwahrt auf der Hardware-Wallet herum, also offline. Das ist überhaupt nicht produktiv. Aber man hat sich jetzt gefragt, was wäre, wenn Bitcoin-Halter diese gewaltige, ungenutzte Liquidität on-chain, also auf die Blockchain bringen würden, freisetzen würden, produktiver einsetzen würden, ohne aber auch die Sicherheit und die Dezentralität von Bitcoin zu gefährden. Bitcoin-DeFi-Historie. Einer der wichtigsten Meilensteine dafür war das Taproot-Upgrade. Taproot wurde im November 2021 aktiviert. Es erweiterte die Fähigkeiten von Bitcoin. Es verbesserte die Privatsphäre und die Programmierbarkeit.
Dadurch eröffnet sich die Option, auch komplexere DeFi-Anwendungen auf Bitcoin zumindest zu erforschen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum der Bitcoin-DeFi-Sektor noch relativ jung ist und in der Entwicklung Ethereum oder anderen Smart-Contract-Plattformen hinterherhinkt. Bitcoin-DeFi wächst aber trotzdem ziemlich schnell und es gibt bereits erste Projekte, die dem klassischen DeFi auf Ethereum ähneln. Und dazu schauen wir jetzt ein paar der spannendsten Fälle an. Ach ja, bevor wir weitermachen, möchte ich noch ganz kurz auf einen meiner Partner Bitwavo aufmerksam machen. Bitwavo war auch bei der Bitcoin Amsterdam, wo ich war, einer der Hauptsponsoren. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir für euch die Hauptfiliale der Kryptobörse genauer an. Falls du noch nach einer passenden Börse suchst, dann kann ich dir Bitwavo empfehlen. Das ist ein super engagiertes Team. Einer der günstigsten Anbieter, die in Deutschland reguliert sind. Über den Link in der Videobeschreibung erhältst du 10 Euro Willkommensbonus. Und es gibt eine einfache Schrittanleitung von mir, meine Erfahrungen, die hast du in einem extra Bitwavo Review von mir geteilt. Okay, heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Bitcoin on-chain zu nutzen oder das Bitcoin-Ökosystem über die klassischen BTC-Transaktionen hinaus zu verwenden. Den Anfang machten sogenannte Wrapped Bitcoin-Lösungen. Das sind zentralisierte Bridging-Lösungen. Wrapped Bitcoin WBTC ist das bekannteste Beispiel. WBTC ist ein ERC-20-Token, läuft also auf Ethereum, ist 1:1 mit echtem Bitcoin hinterlegt. Und diese Bitcoin werden in zentralen Verwahrstellen gehalten, daher zentralisiertes Bridging. Dank WBTC können Nutzer dann ihre Bitcoin in DeFi-Protokollen für Lending, Trading, Yield-Farming und vieles mehr einsetzen und Renditen erzielen. Allerdings, und das habe ich gerade gesagt, das Modell basiert auf Vertrauen. Das heißt, du musst darauf vertrauen, dass diese zentralen Parteien die Bitcoin sicher verwahren und keinen Schaden anrichten. Man hat es im Laufe der letzten Zeit Lösungen, die auf diesem zentralisierten Bridging basieren, weiterentwickelt. Es gibt eine interessante Alternative. Eine davon ist beispielsweise DLC-BTC. Das ist auch ein Wrapped Asset. Das integriert die Lösungen von Chainlink, um die Transparenz eben zu verbessern und kettenübergreifende Transfers von Bitcoin zu ermöglichen. Also mehr Sicherheit und mehr Interoperabilität. So, und jetzt wird's wieder mal ein bisschen komplizierter. Es gibt neben diesen bekannten Wrapped Assets eben mittlerweile auch Liquid Staking Tokens, LSTs kurz gesagt. Diese LSTs dienen eigentlich nur dazu, Liquidität über mehrere Netzwerke hinweg, also Cross-Chain, zu bündeln. Protokolle wie Solv konzentrieren sich auf Bitcoin Liquid Staking. Wir machen ein Beispiel. Ein Bitcoin-Nutzer kann jetzt hergehen und sagen, ich möchte meine Bitcoin über Solv staken. Dann erhält er dafür im Gegenzug den Liquid Staking Token Solv BTC. Und dieser Solv BTC, dieser Liquid Staking Token, ist 1:1 mit echten Bitcoin-Reserven gedeckt. Mit dem Solv BTC kannst du dann auf verschiedenen DeFi-Protokollen von Netzwerken wie Avalanche, Ethereum oder der BNB-Chain handeln, farmen oder was auch immer machen. Deine Erträge kommen also einerseits durch das Staking deiner Bitcoin und andererseits durch die Verwendung des Solv BTC in DeFi-Protokollen zustande. Ein weiteres Beispiel im Bereich Liquid Staking ist das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Umoja-Protokoll. Umoja unterstützt ebenfalls Liquid Staking über sogenannte Smart Coins, heißen die. Die neben Bitcoin auch durch andere Blue-Chip-Kryptowährungen wie Solana und Ethereum besichert sind. Die beiden Protokolle jetzt, Solv und Umoja, die bieten spezifische DeFi-Anwendungsfälle für Staking und Liquidität an. Was jedoch bisher fehlte, ist ein DeFi-Ökosystem, das eben direkt auf Bitcoin aufbaut. Also ein Bitcoin-DeFi, das unabhängig von Smart-Contract-Plattformen funktioniert und die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks viel besser nutzt. Also dafür bräuchte man jetzt Lösungen, die Bitcoin-native Vermögenswerte unterstützen, Tokenisierung, das Netzwerk skalieren von Bitcoin, damit die Transaktionen überhaupt durchgeschleust werden können. Und wir brauchen viel mehr Interoperabilität von Bitcoin in Kombination mit anderen Netzwerken. Und genau diese Lösungen gibt es jetzt bereits. Pass mal auf. Nutzer können mittlerweile native Vermögenswerte in Bitcoin-NFTs oder ähnliche Tokens, die sind vergleichbar mit den ERC-20-Tokens auf Ethereum, funktioniert aber ein bisschen anders, auf Bitcoin erstellen. Entweder direkt auf dem Mainnet oder über Second-Layer-Lösungen wie Lightning. Dazu nochmal kurzer Rückblick. Es war so, dass man schon versucht hat in der Vergangenheit durch Ansätze wie etwa die Colored Coins 2012 oder Counterparty 2014 Assets auf Bitcoin zu tokenisieren. Man hat aber diese Ansätze nicht so wirklich durchgebracht. Die waren aufgrund technischer Herausforderungen einfach zu komplex. Die konnten sich nicht verbreiten. Und heute ist es so, dass es eben neuere Entwicklungen gibt wie die Taproot-Assets, ehemals Taro,
Das sind Konzepte gewesen, die haben das Ganze deutlich vorangebracht. Taproot Assets wurden von Lightning Labs entwickelt und die nutzen die Taproot-Technologie, denk an das Taproot-Upgrade von vorhin, damit die Tokens auf der Bitcoin-Blockchain erstellt werden können und dann über das Lightning-Netzwerk transferiert werden können. 2023 gab es Einführungen von Ideen, ja, Standards mehr oder weniger, wie dem BRC20-Standard, der auf dem Ordinals-Protokoll basiert, und das Runes-Protokoll. Die beiden markierten eigentlich den entscheidenden Schritt von Bitcoin in Richtung DeFi. Beide, ich nenne es jetzt einfach mal Standards, ermöglichen es, dass du fungible Tokens auf Bitcoin entwickeln kannst. Mehr über Ordinals und Runes und was die eigentlich so machen, das erfährst du in einem weiteren Video von mir. Guck dir das gerne nach diesem Video hier nochmal an. Auf jeden Fall auf Basis dieser neuen Standards entwickelte sich seitdem ein komplexes Bitcoin-DeFi-Ökosystem, eben direkt auf Bitcoin und nicht eben wie wrapped auf Ethereum und Co. Beispiel für dieses Bitcoin-basierte Ökosystem ist das TAP-Protokoll. Das ist eine Art Metaprotokoll für Bitcoin-Ordinals, das eben komplexe DeFi-Anwendungen wie Token, Staking, Swaps und Liquiditätspools direkt auf Bitcoin ermöglicht. Also das TAP-Protokoll funktioniert ohne Second Layer oder irgendwelche Schichten. Es gibt neben den bekannten Layer zwei Lösungen, wie Lightning zum Beispiel, die gibt es schon ein bisschen länger. Da haben sich durch Bitcoin DeFi mehrere Bitcoin-nahe Layer 1 und Layer 2 Lösungen entwickelt, die eben jetzt Bitcoin auf unterschiedlichste Weise im DeFi-Bereich stärken. Ein Beispiel für diese neueren Projektlösungen rund um Bitcoin sind Stacks, Rootstock, Babylon, Citrea oder BitLayer. Solltest du vielleicht schon mal gehört haben davon. Das wird ein bisschen komplexer. Wir machen mal die Projekte in Kürze durch. Beginnen wir bei Stacks. Stacks ist eine Layer-2-Lösung, die es ermöglicht, Bitcoin in Smart Contracts und DeFi-Anwendungen einzubinden, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu beeinträchtigen. Das Ganze funktioniert durch den Mechanismus Proof of Transfer, POX. Da nutzt Stacks Bitcoin als Basislayer, wodurch dann alle Transaktionen weiterhin abgesichert bleiben. Der SBTC-Token von Stacks, der ist 1:1 durch Bitcoin gedeckt und er bildet den Schlüssel zur Nutzung von DeFi-Anwendungen auf Stacks. Als nächstes Rootstock. Rootstock verfolgt wiederum einen ganz anderen Ansatz und bietet ein Sidechain-basiertes Bitcoin-Bridging an. Über die Rootstock-Sidechain, die wird durch Merged Mining direkt von Bitcoin-Minern mit abgesichert. Da können dann die Nutzer ihre Bitcoin in das Derivat RBTC umwandeln und dieses dann für DeFi-Anwendungen auf der Sidechain nutzen. Die D-Apps und Smart Contracts auf Rootstocks sind dabei vollständig Ethereum-kompatibel. Und im Ökosystem, wenn man sich das anschaut, finden sich bereits zahlreiche bekannte Ethereum-Protokolle integriert, wie SushiSwap zum Beispiel, die eben diesen RBTC-Token unterstützen. Babylon. Drittes Beispiel in dieser Runde unterscheidet sich von diesen Bitcoin-Bridging-Lösungen, indem es Bitcoin direkt als Staking-Sicherheit, als einen sogenannten Checkpoint-Layer verwendet, um die Sicherheit von Proof-of-Stake-Netzwerken zu erhöhen. Das heißt es, im Gegensatz zu anderen Lösungen müssen die Nutzer ihre Bitcoin nicht auf diese Netzwerke bridgen oder nochmal ein anderes Asset wrappen. Das Ganze funktioniert nativ. Nutzer delegieren ihre Bitcoin über Babylon an einen Finalitätsprovider, das ist eben Solve-Protokoll, das hast du vorhin schon gehört, oder zum Beispiel Lorenzo, eine freie Wahl, und sie erhalten im Gegenzug Belohnungen, ähnlich wie man das beim klassischen Delegieren im Proof of Stake kennt. Die Bitcoin dabei bleiben aber vollständig unter der eigenen Kontrolle, also Self-Custody. Und die sind dann in einem Smart Contract hinterlegt. Zwei Beispiele haben wir noch in dieser Runde. Wir hatten Citrea und BitLayer noch erwähnt. Beides sind Layer-2-Lösungen. Was haben die jetzt mit Bitcoin DeFi zu tun? Ganz kurz, Citrea fokussiert sich als Bitcoin Rollup darauf, Transaktionen auf Bitcoin skalierbarer zu machen und durch Zero-Knowledge-Technologie privater zu machen. Das ist ähnlich wie beispielsweise CK-Sync oder Starknet für Ethereum. Zwar handelt es sich hierbei jetzt nicht um ein spezifisches DeFi-Anwendungsfallprojekt, aber Citrea könnte zum Beispiel in DeFi-Projekten nützlich sein, wenn es darum geht, sensible Daten wie Bank- oder Versicherungsinformationen zu schützen. BitLayer, das andere Beispiel, konzentriert sich dagegen auf die Bitcoin-Finalität. Es verbindet die Sicherheit und die Unveränderlichkeit, also Finalität von Bitcoin, mit der Flexibilität, was Ethereum zu bieten hat. Das heißt, Entwickler gehen jetzt auf BitLayer und können dort flexible Ethereum-EVM-basierte Smart Contracts erstellen, entwickeln. Die sind dann aber zusätzlich durch Bitcoin abgesichert.
Bitcoin wird in diesem Protokoll genutzt, ohne die Hauptblockchain zu überlasten. Und das macht BitLayer dann besonders für auch wieder kompliziertere dezentrale Finanzprodukte interessant, die eine hohe Sicherheit benötigen. So, ihr Lieben, wir kommen zum Fazit. Ich weiß, es war gerade ziemlich viel Stoff, eine hohe Informationsdichte, aber ja, war einfach so fasziniert. Ja, warum ist Bitcoin DeFi so interessant für Bitcoin? Und auf der anderen Seite, warum interessiert sich der DeFi-Sektor für Bitcoin? Bitcoin gilt eben als attraktiv aufgrund seiner Zensurresistenz, der Sicherheit, seines starken Netzwerkeffekts. Und durch Bitcoin-DeFi-Anwendungen auf der anderen Seite kann Bitcoin produktiver eingesetzt werden, was man immer ein bisschen kritisiert hatte, und seine Rolle als digitales Gold erweitern. Das steigert nicht nur den Nutzen dann von Bitcoin eben als billionenschweres Asset, sondern es steigert eben auch die Nachfrage, was man ja eigentlich möchte, des gesamten Bitcoin-Netzwerks. Die steigende Aktivität auf der Blockchain von Bitcoin, etwa eben auch dann durch die nativen Vermögenswerte, wie Runes beispielsweise, die würden dann die Transaktionsgebühren erhöhen und die könnten langfristig auch das Sicherheitsbudget für das Netzwerk stärken. Das ist eben wichtig, weil die Miner brauchen finanzielle Anreize, Belohnungen. Und durch das Halving wird ja auch dieser Anreiz immer weiter reduziert, das sinkt. Und das könnte dadurch ausgeglichen werden. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, Nachteile. Ganz klar sind es die technischen Risiken, es sind die allgemeinen DeFi-Risiken, wie im üblichen DeFi-Sektor auch. Die gelten auch bei Bitcoin. Wir haben viele neuere Protokolle, die noch nicht umfassend getestet sind. Da können noch viele Scams, viele Hacks unterwegs sein. Und weil das alles so ist, weil wir eben noch so early sind, würde ich jetzt auch persönlich nicht gleich sagen, hey, cool, ich kriege Renditen auf meine Bitcoin-Bestände, ich bringe die jetzt alle mal on-chain. Ich persönlich würde jetzt nicht meine gesamten Bitcoin-Bestände on-chain bringen. Ich weiß nicht, würdest du dich das trauen? Schreib mir mal deine Gedanken unter das Video drunter. Jedenfalls, wenn wir sowas das Potenzial angucken, ich finde das Bitcoin-DeFi-Potenzial enorm. Denn wenn man eben bedenkt, dass wir erst am Anfang stehen, dann haben wir heute schon über 2 Milliarden US-Dollar, siehst du hier in dem Bild, in Bitcoin-DeFi-Protokollen gebunden. Also da, wo Smart Contracts auch unterwegs sind. Womit Bitcoin bereits Platz 2 unter den nicht EVM-kompatiblen Chains belegt. Direkt hinter Solana. Und das entspricht etwa 0,15% der gesamten Bitcoin-Market-Cap zum Stand des Videos. Und zum Vergleich, bei Ethereum sind rund 15% der Market Cap gebunden in TVL. Das ist ein enormer Unterschied. Das ist ein Faktor 100 Unterschied. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt Bitcoin ähnliche Verhältnisse erreichen könnte, dann könnten über 200 Milliarden US-Dollar einfach mal so in Bitcoin-Protokolle fließen, gebunden werden dort. Und solcher Kapitalzufluss würde natürlich die Nachfrage nach Bitcoin-DeFi-Anwendungen und Bitcoin selbst stark ankurbeln. Wäre für mich also alles in allem ein weiterer Grund, Bitcoin ins Portfolio aufzunehmen, ob ich das jetzt on-chain bringe oder off-chain. Wie siehst du das Ganze? Freue mich, von dir zu lesen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch jetzt auch schon auf Like oder schau dir gleich das nächste Video von mir an. Passend dazu Bitcoin-NFTs, Ordinals und Runes aus meiner Reihe Krypto einfach erklärt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da findest du mehr Details über die Protokolle. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, ich freue mich. Bis dahin, mach's gut, bleib wie ich von Krypto fasziniert. Ciao.